Willkommen zu einem neuen Video von Queer Stylity. Und wir sind heute mal wieder in der Küche und ich zeige euch heute, wie ihr diese super leckeren Hafercookies backen könnt. Viel Spaß! So, für die Hafercookies habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier einmal eine Rührschüssel. Dann habe ich in dieser Schüssel hier 120 Gramm Margarine. Hier drin 100 Gramm Zucker und ein Ei. Und das packen wir jetzt erstmal alles in die Rührschüssel rein. Hauptsache keine Eierschale mit drin. Und das Ganze rühren wir jetzt einmal mit unserem Handrührgerät schaumig. In diesem großen Messbecher habe ich derweil 140 Gramm Haferflocken, einen Teelöffel Backpulver, ein Viertel Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Zimt und 120 Gramm Mehl vorbereitet. Das wird jetzt alles hier untergerührt. Okay, das Ganze ist jetzt ein einheitlicher Teig und der wird jetzt abgedeckt. In den Kühlschrank gestellt. Und zwar für eine halbe Stunde. Da sind wir auch schon wieder mit unserem fertig gekühlten Teig und einem mit Backpapier ausgelegten Backblech. Und während der Ofen schon mal auf 190 Grad Umluft vorheizt, formen wir hier mit den Händen kleine Teigkugeln. Nehme ich mir die Hände mal ein bisschen. Ja. Dann holen wir uns hier mal so eine kleine Portion. Kugeln nehmen ein bisschen, drücken die ein bisschen platt. Und dann kommt die auch schon auf. Natürlich ein bisschen darauf achten, dass man genug Platz lässt. Und das Ganze geht im Ofen ja auch noch auf. Aber ansonsten geht dieser Prozess auch relativ schnell. Okay, geformt sind sie schon mal und wenn der Ofen heiß genug ist, dann können die Kekse für 10 bis 13 Minuten in den Ofen. Während des Backprozesses solltet ihr unbedingt darauf achten, dass die Kekse nicht zu hart werden, denn selbst wenn sie sich nach 10 Minuten noch relativ weich anfühlen, die trocknen beim Auskühlen noch nach, beziehungsweise härten noch nach. Deswegen schaut einfach mal so nach 10 Minuten, wie die Konsistenz so ist. Und entscheidet dann frei Schnauze, ob ihr schon rausnimmt oder ob ihr die vollen 13 Minuten backt. Das ist von Ofen zu Ofen unterschiedlich. Okay, die 10-Minuten-Grenze ist erreicht und man sieht auch schon, wie sie so langsam braun werden am Rand. Und es riecht auch schon gut. Aber ich glaube tatsächlich, ein bisschen können sie noch drin bleiben. Ich warte jetzt mal noch so eine Minute ab und dann schaue ich mal. So, meine Kekse sind jetzt fertig und aus dem Ofen raus. Ich habe sie tatsächlich die vollen 13 Minuten ausbacken lassen. Ich denke mal, meine sind etwas dicker geworden, weil ich die Grundkekse auch etwas dicker gelassen habe. Deswegen habe ich lieber die volle Zeit genutzt, dass die auch wirklich durch sind. Ich packe die kleinen Teile jetzt mal auf einen Kuchenrost, damit die ordentlich auskühlen können. Und danach wird probiert.
Und da sind sie auch schon, die fertigen Hafercookies. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal einen davon. Oh ja, wunderbar, lässt sich super brechen. Das Außen ein bisschen knackig, innen schön fluffig. Und und sie schmecken hervorragend. Also Leute, ich empfehle euch unbedingt das Rezept nachzubacken und mal auszuprobieren. Ich schreibe euch die Zutaten alle unten in die Infobox nochmal. Aber es schmeckt echt fantastisch. Also absolute Empfehlung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Lust auf so Küchenvideos habt, dann könnt ihr mir das sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben.